Heute mache ich für uns geschmorten Fenchel mit Salzerdäpfeln. Die Fenchelknollen vierteln, das Fenchelgrün für später zum Garnieren beiseite legen und in Olivenöl anbraten. Salz, Pfeffer und Fenchelsamen hinzufügen. Lorbeerblätter, Schalotten, geschnittenen Knoblauch und halbierte Oliven mitdünsten. Tomatenpüree, Rosmarin und Olivenöl zugeben und zugedeckt im Rohr bei 160 Grad ca. 35 bis 45 Minuten weichgaren. Den Fenchel herausheben, die Soße zur gewünschten Konsistenz einkochen und durch ein Sieb passieren. Fenchel in etwas Olivenöl kurz nachbraten. Die Soße mit Fenchelgrün verfeinern. Die Kartoffeln mit Rosmarin weichkochen und halbieren. In Olivenöl anbraten, klein geschnittene Schalotte und Oliven zugeben und goldbraun braten. Die Fenchelknollen mit der Soße und den Bratkartoffeln anrichten und mit frisch geriebenem Parmesan bestreuen. Mahlzeit.